Hallo Leute, schön, dass ihr uns mal wieder begleiten wollt. Das erste Flugzeug, das wir heute Morgen starten sehen, ist eine B737 der Fluggesellschaft Transavia Airlines. Das ist eine niederländische Billigfluggesellschaft mit Basis am Amsterdamer Airport. Sie ist eine Tochter der KLM, die ihrerseits zu France KLM gehört und fliegt, ähnlich wie Ryanair, ausschließlich 737-Maschinen. Zuvor sind wir mit dem Taxi zum GA-Terminal gefahren und haben dort unseren Aufenthalt bezahlt. Wie man sieht, stehen wir mit unseren Flugzeiten und Parkpositionen sogar auf dem großen Projekt-Whiteboard im GAT, wie man diesem Foto hier entnehmen kann. Gleichzeitig verlässt uns der Marschaller in seinem Edelvan, wir packen unsere Flieger aus und bereiten uns anschließend auf den Start vor. Wir landen, Air France ist ganz nah. Der landet tatsächlich direkt hier rein, er wird innerhalb der nächsten 2-3 Minuten landen. Das ist doch wunderbar. Ja. Kommt aus Lyon. Here is Tower, good morning, Ben, bonjour, Delta, Mike Echo, Mike Zulu. Delta, Mike Echo, Mike Zulu, good morning. Yes, good morning, Delta Mike Echo Mike Zulu, formation with Delta Mike Golf Tango Zulu on parking position GA Kilo area, each POB2 VFR with flight plan to Lima Foxtrot Lima Delta, if possible leaving via Sierra, Sierra Bravo, November Papa, November Alpha, November Charlie, and for your information we can take off from intersection Delta, request taxi. Delta Mike Echo Mike Zulu, Roger, you can taxi holding point Delta, sorry, let me check. You can now proceed holding point Sierra, runway 27, report ready. 27, Delta Mike Echo Mike Zulu. Delta Mike Echo Mike Zulu, understand, taxi to taxi holding point Sierra and take off via 27. It's runway 27 in use, Roger. So you taxi holding point Sierra, runway 27, and you report approaching Sierra. Delta Mike Echo Mike Zulu formation, Roger, will taxi to taxi holding point Sierra, runway 27. Alpha India nous écoute. On remonte plein nord, hein, plutôt qu'on s'est approché des reliefs, on s'est fait bien secouer, ça commence à souffler. Donc ça serait pour remonter par Echo et remonter vers nord à Charlie après. Reçu, pas de soucis, vous pouvez croiser mes axes à l'est. Bah, les véhicules assistance, log dégagé. Je vous remercie. Il y a une sécurité, donc taxi vous dégagez, la main chère, c'est bon, et débloqué. Merci beaucoup à toi, à toutes. Diesem Flug entlang der Küste hat sie jetzt zugestimmt, oder? Ja, wir fliegen halt jetzt nicht so rum, sondern wir fliegen ja da raus und dann rechts direkt die Küste hoch. Ja, ja. Sie hat nicht explizit zugestimmt, aber sie hat auch nichts anderes gesagt. Insofern würde ich die abfliegen. Genau. Und gut. Wenn da keine Restrictions dagegen sprechen. Nein. Das sind ja regelrechte Abflugrouten. Ja. Genau. Da Mike Zulu? Mike Zulu, go. I didn't understand that you were two aircraft. Please, next time, just advise me. Could you tell me the call sign of the second aircraft? Delta Mike Echo Mike Zulu, POB2, and Delta Mike Golf Tango Zulu, POB2. We have one flight plan for both aircraft. Roger, so next time when you call me, just tell me that there is a two flight plan. Yes, sorry. Hab ich gesagt, ich hab's nämlich aufgeschrieben. Ja. Hat sie vergessen. Reçu, mec uniform, mais bien. Ich hab gesagt Formation und ich hab's ganz deutlich ausgesprochen. Ich hab Sierra, Sierra Echo, Sierra Hotel. Delta Mike Echo, Mike Zulu, Formation, ready for departure, position Sierra, runway 27. Gerade Kaffee holen. Ja. Delta Mike Echo Mike Zulu Formation Position Sierra Runway 27 ready for departure. Roger, Delta Mike Echo Mike Zulu, so you are on the number one?
Mike Zulu number one, Tango Zulu number two. So for you, Mike Zulu from Sierra, back to, you can line up runway 27. Delta Mike Echo Mike Zulu, lining up 27. Delta Mike Zulu? Delta Mike Zulu, land up, 27. I forgot to tell you, squawk 7037. Delta Mike Echo Mike Zulu formation, squawk 7037. Correct, and runway 27, cleared for takeoff. Last wind calm. Delta Mike Echo Mike Zulu, runway 27, clear takeoff. Delta Mike Golf, Tango Zulu, Sierra, runway 27, ready for departure. Delta Tango Zulu from Sierra, line up runway 27 and wait. Delta Mike Golf, Tango Zulu, lining up 27. Delta Tango Zulu, if you have inside your previous aircraft, you can runway 27 and clear for takeoff, last wind count. Delta Mike Golf, Tango Zulu, clear takeoff, 27. Zulu formation, please confirm right turn approved and following November Papa, November Alpha. You have to wait the coastline and on the coastline you can turn right. Delta Zulu, echo. Aber wie sieht nun unsere heutige Route eigentlich genau aus? Hier ist der Gesamtüberblick. Bei einer Entfernung von gut 1000 Kilometern Luftlinie macht sich die Erdkrümmung schon bemerkbar. Das ist immer ganz interessant zu sehen. Der Vorbeiflug an Biarritz ist landschaftlich überragend schön und ist im Abflug seinerzeit in Saint-Malo fast ebenbürtig.
Hier oben findet man den Link zu dem Saint-Malo-Video, auch in der Beschreibung habe ich es vermerkt. Dieses hier ist das im Teil 3 der Videoreihe erwähnte Haus der französischen Königin aus dem 19. Jahrhundert. Es ist heute ein Hyatt-Hotel und heißt Hotel du Palais Biarritz. Ein Doppelzimmer kostet hier im Sommer pro Nacht 1200 Euro. Das gönnt man sich ja auch nicht gerade jeden Tag. Für dieses Geld kann man im Berliner Athlon bereits 3 Tage wohnen. Der weitere Verlauf des Fluges ist relativ langweilig, insbesondere landschaftlich. Bei der Ankunft in Bourges ist der Tower nicht besetzt und wir müssen das französische Verfahren anwenden. Also den Platz kreuzen, Blindmeldungen in Französisch abgeben, in die Platzrunde einbiegen und landen. Eine Stunde später geht's weiter nach Saint-Louis. Hier tanken wir aus Sicherheitsgründen noch einmal 20 Liter, auch wenn es, wie sich hinterher herausstellte, gar nicht notwendig gewesen wäre. Aber solche Unsicherheiten versuche ich immer zu vermeiden. Die restlichen 45 Minuten über die Eifel bis nach Hause geben der Reise einen würdigen Abschluss. Delta Mike Echo Mike Zulu Formation, Position is November Charlie, request to leave frequency. Mike Zulu Roger, you want to, you still with me to continue like that, you want to turn east, is that correct? Du hast verstanden? Nee. Delta Mike Echo Mike Zulu, I didn't copy that, say again please. Now you're routing north or are you turning east? Direction heading is northeast. The next reporting point is Warwick. Roger. In that case, I call you back shortly to contact DAX. Call you back. Yep. Mike Zulu? Mike Zulu, go. Both aircraft, you can scope 7000 now and contact DAX 118.325. They're waiting you. Delta Mike Echo Mike Zulu, Roger, Squawk 7000 and will contact 118.325. Correct, bye-bye. Yeah, bye-bye. Biarritz approach, Delta Mike Echo Mike Zulu. Delta Mike Echo Mike Zulu, good day, climb 2000 feet, QNH 1018. Delta Mike Echo Mike Zulu formation, QNH 1018, will climb to 2000. Correct, Delta Mike Echo Mike Zulu. Echo Mike Zulu, confirm your type of aircraft, please. Delta Mike Echo Mike Zulu, type of aircraft is Foxtrot Delta Charlie Tango. And type of aircraft, Mike Golf Tango Zulu, is Charlie Hotel 60. Roger, Charlie 060, Mike Golf. Delta Mike Zulu, vous arrivez en sortie QNH 1018, au revoir. Delta Mike Echo Mike Zulu, Roger, thank you. Mike, hörst du mich? Ja. Ich würde es jetzt mit Pyrenee Info 126525 versuchen. Ja, ich komm mit. Und ich steige weiter auf 55. Jo. So, und nun steigen wir auf Reiseflughöhe und gehen auf die Strecke. Der Start in Biarritz ist auf jeden Fall das Highlight des ganzen Tages. Das Lowlight des Tages hat sich allerdings der Tower geleistet. Ich muss an dieser Stelle nochmal kurz darauf zurückkommen. Denn dass ich hier ausgeschimpft werde, ich solle doch bitte beim nächsten Mal sagen, dass wir mit 2 Flugzeugen unterwegs sind, hat mich ein wenig in meiner Fliegerehre gekränkt. Mein Funkspruch war jedenfalls tadellos. Ich hatte erwähnt, dass wir eine Formation sind und ich hatte auch das Kennzeichen des zweiten Fliegers genannt. Sie hatte nur nicht richtig zugehört und sich auch nichts aufgeschrieben. Auch ein Blick auf unseren Flugplan hätte nicht geschadet. Aber in diesem Moment hatte ich einfach keine Lust, mit der Dame eine Diskussion anzufangen. Sie hätte es mir eh nicht geglaubt. Dass sie uns erst am Abflugpunkt den Squawk gibt, weist ebenfalls auf gewisse Areas of Improvement hin. Aber ich will nicht unken. Ich habe auch schon miserable Funksprüche abgesetzt. Das passiert halt mal. So gut wie das GATT hier organisiert war, der Tower war es nicht. Zumindest dieses Mal nicht. Normalerweise erlebe ich das umgekehrt. Richten wir aber nun den Blick wieder nach vorn.
dem gesamten Flug gibt es nur eine kleine nennenswerte Besonderheit. Und zwar an dieser Stelle hier. Der Lotse bittet uns, wegen eines aktiven Beschränkungsgebietes im Westen ein klein wenig weiter nach Osten zu fliegen und dann auf das VOA Limoges zuzuhalten. Natürlich machen wir das auch sofort. Bei Limoges angekommen, gibt es noch eine historisch sehr erwähnenswerte Stelle. Nicht einmal 3 Kilometer entfernt von unserer jetzigen Position, genau hier, haben Deutsche 1944 in dem Örtchen Oradour-sur-Glane ein furchtbares Massaker an der französischen Zivilbevölkerung angerichtet. Bei dem durch die 2. SS-Panzerdivision das Reich verübten Kriegsverbrechen an der Bevölkerung dieses Dorfes wurden nahezu alle Einwohner ermordet. Es war mit 643 Opfern das zahlenmäßig verheerendste Massaker in Westeuropa. Nur 36 Menschen überlebten. Das Dorf wurde völlig zerstört und die Ruinen von Oradour sind heute eine Gedenkstätte. Ich habe dieses Thema mit ein paar Aufnahmen direkt über dem Ort in einem anderen Video verarbeitet. Den Link dazu findet man hier oben und in der Videobeschreibung. Auch heute, es ist immerhin Montag und kein Wochenende mehr, fliegen wir aufgrund der sehr guten Erfahrungen der letzten Tage wieder hoch und mit Flugplan. Nach der Abmeldung vom Tower Biarritz hatten wir heute Kontakt zu 4 verschiedenen Frequenzen. Zunächst Biarritz Approach, dann Pyrénées, Aquitaine und schließlich Limoges Information. Alles klappt hervorragend. Unsere Wahl für das Zwischenziel nach Deutschland war gestern Abend auf den kontrollierten Regional-Airport Bourges südlich von Paris und Orléans gefallen. Das ist etwa die Hälfte der Strecke und dort sind wir nun angekommen. Während des Sinkflugs bereits macht uns der FIS-Lotse darauf aufmerksam, dass der Tower möglicherweise nicht besetzt ist und dass wir für die Landung Französisch zu sprechen hätten. Ich habe also Zeit genug, meinen Spickzettel hervorzukramen, mit dessen Hilfe ich sämtliche Funksprüche ganz passabel auf die Reihe bekomme. Und wie immer in solchen Fällen überfliegt man in Frankreich die Bahn in 500 Fuß Höhe, schaut nach dem Wind, biegt in die Platzrunde ein, gibt die entsprechenden Meldungen ab und landet. Und genau so machen wir es. Bourges stellt sich als ganz netter Airport heraus. Eine schöne Eingangshalle, ein netter Angestellter, der uns mit Wasser versorgt. Die Rechnung mit 20 Euro liegt im normalen Rahmen und wir hätten im Notfall auch Benzin bekommen. Zwar ist unsere Reise hier noch nicht zu Ende, aber aufgrund der völligen Ereignislosigkeit der letzten beiden Etappen habe ich auf eine Videodokumentation ganz verzichtet. Zu erwähnen bliebe lediglich noch, dass der Türmer vermutlich einfach nur seine Mittagspause genossen hat, als wir vorhin reingesegelt sind. Denn beim Abflug haben wir wieder ganz normale Tower-Unterstützung. Wenn ich bedenke, dass wir heute in 6 Stunden Flugzeit von Biarritz in die Eifel geflogen sind, kann ich mir sehr gut vorstellen, bei passender Gelegenheit die Pyrenäen zu erkunden und dabei auch erstmals Spanien zu besuchen. Also, bis dann!